So Leute, jetzt möchte ich noch einmal mit euch darüber sprechen, wie das heute aus meiner Sicht zustande gekommen ist. Schalke ist gerade aus dem DFB-Pokal rausgeflogen und zwar gegen 1860 München, gegen einen Drittligisten, der aktuell auf dem 16. Rang in der dritten Liga steht. Ja, nichts gegen die Münchner. Was sie heute wirklich abgerissen haben, war wirklich stark. Also ein Mölders beispielsweise, was der da an Power und Energie an den Tag gelegt hat, das war wirklich phänomenal. Also an den 60er, an der Leistung der 60er werde ich heute nicht dran rütteln. Das war einfach stark von den beiden. Nichtsdestotrotz ist von der Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach das Spiel vercoacht worden. Und zwar von Dimitrios Gramotzis. Ja, ich muss einfach mal jetzt gerade ganz klar sagen, was mir konkret nicht gefallen hat. Und ich kann es ganz genau euch aufschlüsseln, was mein Problem heute mit diesem Spiel gewesen ist. Es ist zum Beispiel gar nicht die Aufstellung als solches. Schalke ist angefangen mit einer anderen Mannschaft. Ja, es waren einige Änderungen mit dabei. Er ist ein großes Risiko gegangen, viele neue Spieler mit reinzubringen. Er hat einen Fährmann gebracht, er hat einen Chulinov gebracht, er hat einen Mikhailov gebracht, er hat einen Bieringer gebracht. Das kannst du grundsätzlich erstmal machen in einem DFB-Pokalspiel gegen eine unterklassige Mannschaft. Grundsätzlich erstmal. Allerdings, wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann musst du reagieren. Ja, und das hat er gemacht bei einem Darko Chulinov, den er taktisch gesehen, da kommt schon mal Fehler Nummer 2, für mich komplett falsch aufgestellt hat. Darko Chulinov kann über die linke Seite spielen, meiner Meinung nach, ja, aber er ist kein Verteidiger. Er gehört einfach nicht in die Verteidigung mit rein und er ist in der Rückwärtsbewegung, habe ich ihn mehrfach beobachtet, wie er in der Fünferkette gestanden hat. Also Darko Chulinov, das ist einfach kein Verteidiger. Das verstehe ich nicht. Warum ist der Mann in der Verteidigung aufgestellt gewesen? Geht mir nicht in die Birne. Ist für mich ein Fehler. Geht nicht. Daraufhin ist ja auch das 1-0 dann entstanden durch den Kollegen Lex. Fehlt mir wirklich absolut jedes Verständnis für. Ganz ehrlich, es geht für Schalke 04 um so viel, ja. Um so viel. Wir haben so viel Kohle schon verblasen in den letzten Jahren und jetzt haben wir im DFB-Pokal die Möglichkeit, nochmal ein paar Kohlen letztendlich zu verdienen und dann machen wir sowas. Dann verschenken wir dieses Spiel einfach. Ja, nochmal. Klar, bei Chulinov hat er dann auch schnell reagiert, nur wie gesagt, den Fehler mit Chulinov, ihn erstmal so aufzustellen in der Verteidigung, geht aus meiner Sicht persönlich nicht. Und das hat Gramotzis auch schon besser gemacht. Ja, Chulinov hat auch schon auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Und ist dann eben in der Rückwärtsbewegung nicht eingerückt in die Fünferkette. Ja, dann ist die Fünferkette eben nicht zur Fünferkette geworden, sondern zur Viererkette in der Rückwärtsbewegung. Kann man viel besser machen. Wir haben es heute auf jeden Fall schon mal verkackt und sind sofort bestraft worden dafür. Okay, dann geht's weiter. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, wir haben jetzt eine erste Halbzeit gesehen. Ich springe jetzt mal so ein bisschen in die erste, schon mal bis zur Halbzeit. Wir haben jetzt eine erste Halbzeit gesehen, da war 1860 klar besser. Eindeutig besser, sie waren viel griffiger in den Zweikämpfen, sie haben viel mehr sich reingehangen in dieses Spiel. Die haben so gut gestanden, das war wirklich wirklich einfach stark und Schalke 04 hatte einfach kein Mittel dagegen, ja. Es waren ein paar einzelne Chancen nach vorne, ja, wenn Schalke da einen macht, dann kann es natürlich sein, dass Schalke nochmal wieder drankommt, aber es ist halt nicht passiert, ja. Und Schalke wirkte die ganze Zeit über verunsichert. Was also tun, ja? Naja, Hauptsache mal irgendwas, aber zur Halbzeit dann nicht zu wechseln, nicht zu reagieren und nicht einen Simon Terodde zu bringen, einen Piring auch einfach auf den Platz zu lassen, der nach wie vor einfach nicht so weit ist, ja, der mag noch ein super Bundesligaspieler werden oder Zweitbundesligaspieler werden, aber er ist es einfach noch nicht, er ist es einfach noch nicht. Und dann, wie gesagt, haust du einen Simon Terodde dann erst in der 60. Minute rein. Also, verstehe ich nicht. Die Mannschaft braucht doch Stabilität, die Mannschaft braucht doch,
braucht auch eine gewisse Sicherheit auch. Und die kann Simon Terodde ausstrahlen. Die strahlt Marvin Pieringer im Moment nicht aus. Dann Mikhailov. Unsichtbar gewesen in diesem Spiel. Komplett unsichtbar. Was macht Gramotzes? Er wechselt völlig korrekterweise Danny Latzer ein. Allerdings für Salazar und nicht für Mike Mikhailov. Salazar, aus meiner Sicht, der bis dahin beste Spieler auf dem Platz. Der beste Spieler auf dem Platz. Nicht der zweit- oder drittbeste, nein, der beste Spieler auf dem Platz. Und er nimmt ihn raus. Da denke ich manchmal, bei dem irgendwie hat er. Ich kann das ja verstehen. Irgendwie muss er ja auch in seinem Tunnel drin sein, ja. Irgendwie muss er ja auch seine eigenen Entscheidungen treffen und die auch knallhart durchziehen. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber doch bitte nicht sehenden Auges mit der Mannschaft noch eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit weiterspielen, bevor man erst reagiert. Check ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Mikhailov ist dann später noch ausgewechselt worden. Dann kam Blendi Idrisi auf den Platz. Und dann war es auch schon besser. Das Problem war nur, 1860 hat er sich mit seinen Fans, erst einmal natürlich der Platzverweis von Malik Chau, der ganz klar 1860 natürlich nochmal in die Karten gespielt hat. Und nachdem wir dann ja, nur noch zu 10 gespielt haben, dann wird es natürlich auch schwer, das Spiel zu drehen. Ganz klar. So. Aber selbst dann ist es natürlich nicht ausgeschlossen. Und wie gesagt, dann erst in der 60. Minute zu reagieren und dann zu wechseln. Nee, nee. Dafür ist es einfach zu wichtig. Dafür ist Schalke 04 zu wichtig. Dafür sind die Einnahmen in dieser Saison zu wichtig. Ja, nochmal. Stell von Anfang an so auf, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, er hat es versucht. Ja, wollte ein paar jungen Spielern die Möglichkeit geben zu spielen. Es sind auch allesamt Spiele, die teilweise schon gute Spiele gemacht haben. Ja, ein Fährmann, ein Chulinov, ein Mikhailov, das sind alles Spieler, die schon mal irgendwo auch Leistung gezeigt haben. Aber okay, wenn du aber merkst, es geht schief, dann reagier bitte. Dann tu was. Dann stell vielleicht dir eine Taktik um. Dann lass die Spieler spielen, die im Moment genügend Selbstsicherheit mitbringen, um das auch auszustrahlen und der Mannschaft mitgeben können. Aber bitte nicht sowas. Also ich bin wirklich maßlos enttäuscht von der Leistung von Schalke 04. Ich bin natürlich auch von den Spielern enttäuscht. Gerade die Spieler, die jetzt gerade genannt worden sind, gerade die haben jetzt natürlich heute mal die Chance bekommen. Die haben jetzt einfach bewiesen, dass Schalke einfach nur eine erste Garde hat und dass die bitte nicht mehr angetastet wird. Ja, das ist so hart sich das anhört, aber dafür ist diese Saison einfach viel zu wichtig, als dass wir großartig noch Experimente machen können. Ja, ist auch schwierig natürlich in Bezug auf Verletzte jetzt in Zukunft, aber ganz ehrlich, die Spieler haben es einfach nicht anders gezeigt. Okay, Leute, macht's gut. Ich bin auf jeden Fall mega sauer. Ja, soll ich dazu noch sagen, ne? Glück auf. Bis dahin. Ciao.